Mein Name ist Peter Schuck, ich bin Professor für Architektur und Design und habe im Rahmen meines Architekturauftrages und meiner Projektentwicklungen Skyhouse entwickelt. Was ist Skyhouse? Skyhouse ist endlich das, was längst überfällig ist, dass wir nämlich Häuser produzieren mit allen technischen Möglichkeiten und Verantwortungsbedingungen, wie wir heute 2009 auf dieser Welt eben leben. Skyhouse wird das Wohnen revolutionieren. Wir verbinden die Träume des Baumhauses mit State-of-the-Art Green Technology. Wir werden endlich aufhören, den Boden weiterhin mit Straßen- und Siedlungsplanungen zu versiegeln. Skyhouse braucht davon nur 20%. Und wir werden endlich mit Skyhouse Produktqualitäten kriegen, wie bei einem Handy, wie bei einem iPod oder sonst einem Gerät und nicht schon am Tag des Einzugs den ersten Rechtsstreit mit unseren Häusern ausfechten müssen. Skyhouse wird darüber hinaus ein Null-Energie-Haus sein. Es wird endlich aufhören, dass wir Trinkwasser zum Spülen für das Klosett benutzen. Es wird alle Technologien, die verfügbar sind, automatisch einbauen. Flugzeugbau, Automobilbau sind sozusagen die Paten für dieses Projekt. Und es wird lebendig sein. Das Blätterwerk, das dieses Projekt besitzt, ist gleichzeitig Energieeinsammelelement und natürlich auch das Element, das morgens die Flächen aufmacht und abends dann das Ding wieder schließt. Das heißt, Skyhouse ist erdbebensicher, überflutungssicher, sturmsicher und hat damit auch völlig neue Möglichkeiten der Wohnqualität und der Erlebniswelten. Es geht nicht nur zum Wohnen, sondern man kann es auch als Repräsentanz für eine Firma einsetzen. Man kann es einsetzen für Resorts an Geländen, die normalerweise für Häuser völlig unbebaubar sind. Sie können das Skyhouse ins Wasser stellen, Sie können es auf den Berg stellen. Von daher sind wir völlig frei, Skyhouse überall zu platzieren. Wir freuen uns, dass wir hier präsentieren, weil die Chance besteht, dass wir einen Investor finden, der The Foo mit dem ersten Prototypen die Möglichkeit bietet, das Headquarter zu beginnen.